Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Ark Survival Evolved. Wo sie auch hinlaufen. Hauptsache ich habe ein bisschen Ruhe vor ihnen. Na egal. Wir haben beim letzten Part uns endgültig der Zucht verschrieben und haben diese zwei kleinen Dodis zur Welt gebracht. Sie sind inzwischen jetzt auch schon erwachsen geworden und während wir geredet haben, haben die noch mehr Eier gemacht. Inzwischen habe ich meinen kleinen Haufen wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Inzwischen haben wir hier schon genügend viel zu viele Männchen eigentlich. Die Grauen können wir auch noch als Paarungsindikator nehmen. Aber die anderen hier, das reicht mir völlig. Das sind die Männchen, die jetzt erstmal hier aussortiert werden. Im Haus drinne, also in dieser Mauer drin, hinter diesen Mauern, liegt der Brutkasten der Dodos. Und jetzt habe ich hier zumindest erstmal auf einen Haufen die Männchen sortiert. Sozusagen. Sollte es anders kommen, wanderst du oder steckst du fest? Er steckt fest. Wenn die mich feststecken, dann fangen die auch an zu laufen, weil sie keinen Platz mehr haben. So, du kannst noch dahin. Das ist ein normales Ei. Ich glaube, du kannst da noch irgendwo dazwischen. Irgendwo, wo ein bisschen breiterer Abstand ist. Hier vielleicht? Ne. Zu weit geflogen. Aber das war schon fast das Richtige. Hier gibt es noch eine kleine Lücke. Ne, da kommt es nicht hin. Ne, da passt nicht mehr hin. Ich hab's probiert. Nein! Jetzt habe ich die weggenommen. Dabei soll die doch da vorne hin. Nein, lauf nicht rückwärts. Du sollst da bleiben. Bleib. Bleib. Du sollst bleiben. Du kleiner Wänsedich. Brav. So, was ich mit der jetzt mache, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist werfen und pfeifen. Und das hilft nicht. Werfen und pfeifen gleichzeitig hilft nicht. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwo dazwischen noch im Intervall drin ist. Derweil legen sie schon wieder Eier. Unbefruchteter, was soll's. Die sind ja alle noch willig. Der ist nicht mehr willig, aber der ist gleich wieder willig. Und zwar jetzt. So. Porzig. Das ist porzig. Super. Klappt besser, als ich dachte. Die paaren sich jetzt eine Weile und dann werde ich gucken, ob ich abgesehen von den Red Faces, die ich mal umbenennen werde, Option Namen ändern, Red Face. Red Face, abgesehen von den Red Faces, noch irgendwas Spezielleres dabei herauskommt. Auf jeden Fall, bis gleich. Liebe liegt in der Luft. Und die Dodos sind in Paarungslaune. Wir nehmen all ihre Eier. Als wären wir der Bauer der Hühner. Nur mit dem Wissen, dass wir daraus etwas Größeres machen wollen. Wir werden jetzt erstmal warten, bis hier die gesamten Tiere hier fertig sind. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir einfach mal wieder beginnen, erstmal das Männchen auf still zu schalten, damit sie sich wieder nicht unkontrolliert vermehren können. Ich konnte es ja noch gerade so in den Zaum halten.
aber es hätte auch meine gesamte Zucht mal wieder kontrollieren, ruinieren können. Wisst ihr wieso? Ich kann es euch mal erklären. Als ich irgendwann mal auf der Insel drüben, also, wo ist das Weibchen jetzt hin? Hier. Als ich mal eines Tages auf der Insel drüben meine kleine Festung hatte, das ist genau die gewesen, genau. Hatte ich Triceratops und Stegosaurus gezüchtet. Das Witzige war, die Triceratops waren alle Musterknaben. Ich konnte sie sehr schön die Reihe nach aufstellen, um sie zu ordnen, je nachdem, welche Farbkategorie sie angehörten. Die Stegosaurier selbst aber hatten ein Problem. Ich habe ein oder zwei Tiere nicht richtig beaufsichtigt. Und was passiert? Genau das, was man nicht will. Sie vermehren sich unkontrolliert untereinander. Das hatte leider zur Folge, dass das Spiel davon so überlastet war, dass ich es zerstören musste. Also, den Spielstand muss ich zerstören. Und meine schöne Triceratops-Zucht ist im Bach runtergegangen. Und ich habe schon wieder alles brennen lassen. Und ich habe es mal wieder nicht gelernt. Oh, Mann. Also, und während diese Gaffer hier rumgaffen, werden wir den jetzt erst einmal beibringen, dass man nicht rumgaffen sollte. Deswegen bewegen wir sie jetzt irgendwo hier auf den Hügel. Was ist das? Achso, Lystrosaurus. Hey, ein Dodo. Leider wieder nur ein Grau. Wobei, so grau sieht das gar nicht aus. Der könnte auch als Mutationsindikator dienen. Ich zähme den einfach mal. 1, 2, 3. Yo. Gehörst du jetzt mir? Nein, machst du natürlich nicht. Und, oh Mann, das ist schlimm. Dankeschön. Jetzt gehörst du mir und du bist sogar Mädchen. Ich kann dich mit Rot. Vielleicht kann ich dich ja mit den Rotgesichtern verpaaren. Dass ich die Genetik der Rotgesichter irgendwann mal als Indikator dafür benutzen darf. Aber erst einmal suchen wir mal unser Pferd des Tages. Das ist unser Pferd des Tages, denke ich mir mal. Ups, das war eigentlich was, was ich nicht wollte. Ach, egal. Jetzt haben wir nämlich für jeweils den beiden Seiten freie Bahn. Erstens das und zweitens immer noch die Chance, es besser zu machen. So. Besser jetzt nicht. Ich weiß zwar nicht, wieso das immer so schnell geht, aber entzünden wir es trotzdem mal. Machen es dann aus, wenn wir alle Eier ausgebrütet haben. Schmeißen wir sie jetzt alle ins Feuer und braten sie. So, das ist erstmal genug, hoffe ich. Und hier kommen die nächsten. Oh nein, ich habe Kacke hingeworfen. Oh Gott, Kacke. So, ich mach mal den Argentavis bereit. Wo ist der hin? Ich gucke erstmal, wie er schlüpft. Eigentlich kann der Rest auch so sterben, habe ich gesehen. Oh oh. Was ist das denn? Von Leck. Da kommen sie! Oh Gott, die springen! Okay. Das sind die ersten. Ist auch nichts Besonderes damit drin. Ein paar Zwillinge.
Nichts davon sieht in Ordnung aus. Warte mal, oder? Gesichter sehen nicht anders aus, ne. Wo ist mein Agent Harvest, wenn ich den mal brauche? Warum? Was macht ihr mit... Was macht ihr für Eier, ey? Das sind ein paar unmögliche Viecher, ey. Ich meine, habt ihr sie gesehen? So, die Dodos, die sind jetzt erstmal da drin, ja. Das werden wir jetzt leider alle töten. Ui. So, jetzt gucken wir mal von oben, wer ja alles schon draußen ist und wer nicht. Oh, die gehen alle raus. Die tun mir schon ein bisschen leid. Aber nur so ein bisschen. So, du kannst ein bisschen aufräumen. Für die, die es jetzt nicht geschafft haben. Ich denke, die Dilophosaurus ist auch mal glücklich mit dieser... mit diesem... sagen wir mal... mit der Ehre als virtueller biologischer Müllcontainer zu dienen. So, derweil sind die Dodos inzwischen sicher wieder bereit. Bereit, alles bereit, ja. Und lass uns die Paarung aktivieren. Wenn alles wieder losgeht, sehen wir uns bei der nächsten Ladung wieder. So, ich habe wieder ein paar. Kann wieder anmachen. War's denn Gefahr? So, und diesmal sind sie nicht ausgebrannt. Ich werde gleich mal alle Eier auf einmal reinschmeißen. Da brauche ich mir auch keine Sorgen darüber zu machen, dass irgendwas Schlimmes dabei passiert. So. Inzwischen habe ich auch 25 rohe Eier eingesammelt. Was auch bedeutet, dass ich jetzt mein Agent Harvest bereithalten werde. Ne, warte mal. Erst markieren, dann Agent Harvest. Was ist mit dir los? Warum bist du so allein? Egal, aber die schlüpfen alle gleichzeitig miteinander. Das ist nämlich der neue Dodo-Wurf. Bestehend aus meinem neuen Dodo-Zuchtring. Wo ich festgestellt habe, offscreen, dass ich zwei Weibchen nicht auf Paarung gestellt habe. Und ich mich frage, warum paart die sich nicht? Ja, das war meine eigene Organisation, die ein bisschen gescheitert war. Oh, warte mal, was ist das? Ist das ein Blackface? Und der Schnabel! Halt! Du da! Genau du da! Du siehst so auffällig aus. Ich will dich behalten. Shit, ich habe keine Bären. Aber egal, ich will den behalten. Scheint Renz was ganz Besonderes zu sein. Schmeiß, 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 schmeiß. Ja, töte es, hey! Oh nein, jetzt ist der Pelagon ist davon mit Bär. Mit davon. Okay, Kleiner, komm her! Komm, Kleiner! Ich hab dir was Schönes geholt. Ein paar Bären. Los, komm. Ich bin schon jugendlich. Das kann nur eine Color Mutation sein. Hier, was zu essen. Es ist auch vergessen. Und es ist auch vergessen. Mist. Ich brauch mehr. Pronto! Pronto! Ich brauche Bären, aber pronto. Pronto. So, fertig. Nicht, dass der Kleine mir noch wegstirbt. Wo ist denn der jetzt? Ah, da ist er. Kommt gerade auf mich zu. Der jugendliche Dodo. Nee, es ist nicht unbedingt. Nicht unbedingt der Schnabel, aber das Face. Das Face ist anders. So, Kleiner.
Du bist gleich nicht mehr klein. Aber ich weiß, du bist ein Blackface. Ein Blackface, der es für... Meine Zuchtanordnung ist kaputt. Warum? Die stehen alle viel zu weit nach dort. Ich muss meine Zucht woanders verlegen. Definitiv. Ich muss die mir an einem kalten Ort verlegen, wo die nicht mal wegrennen können. Aber wir pornen die... Ach, die pornen sich jetzt mit jemand anders. Ach du Kacke. Das ist ja wirklich Kacke. Na gut, aber jetzt haben wir hier ein heranwachsendes Dodo-Männchen mit einem schwarzen Gesicht. Das ist mein Blackface. Das Einzige, über was ich froh bin mit Dodos, ist vor allem allein die Tatsache, dass Dodos wirklich allgemein sich tragen lassen. Na komm! Das ist nicht drin! Komm rein! Du bist schon ein komischer Kauz! Komm, ich zeig dir, wie ich wohne! Aber zuerst nenne ich dich um. Deaktiviere dein Wandern. So. Deaktiviere das Wandern, ändere deinen Namen zu Blackface. Ich kann nicht schreiben. Heranwachsender Blackface. Blackface. So, bitteschön. Du bist keine Zwillingsgeburt, deswegen bist du ein Unikat. Heranwachsender Blackface. Der wird aber auch gleich erwachsen sein. Da ist nicht mehr viel drin. Aber so seht ihr es. Wir haben mal wieder eine Mutation aus einem Grün. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo Eier sind. Weil... Oh nein! Die sind alle schon da drin geschlüpft. Ihr kriegt keine Nahrung von mir. Dann werdet ihr sterben. Blackface ist der einzige, den ich Liebe geschenkt habe. Ihr alle könnt sterben. Außer du da. Du bist einer meiner wichtigsten Zuchtdodos ever. Genauso wie dein Zwillingsbruder, der hier so dazwischen ist. Du bist nicht der Zwillingsbruder. Du bist der Zwillingsbruder. Ihr könntet euch gleichzeitig verpaaren, es würde keinen Unterschied geben. Ihr seid eineiige Zwillinge. Ihr seid beide aus demselben Ei geschlüpft. Und das ist euer, ich würde sagen, euer Halbbruder. Wobei er denselben, wo er denselben, die Farbe, dieselbe Farbe hat wie euer Vater. Die habt ihr generell, aber nicht ganz. Hörst du mal auf, zu mir zu kommen? Von wem du das nur wieder hast? Aber cute sind die schon. Also seht euch mal diese Akzente an, diese roten Akzente da auf den Kopf. Das sieht so richtig so nightmarisch aus. Und dann gibt's da noch Schnabel. Oh nein, die brauchen sich wieder. Hallo, wer ist denn hier das Männchen? Kann ich euch mal reden? Ich will mal mit dem Männchen da reden. Das ist alles ungeplant. Hä? Du brauchst dich überhaupt nicht? Wen brauchst du dich dann? Mit dem da drüben. Wahrscheinlich. Moment, das ist doch auch ein Blackface. Oh. Moment, du bist ein Blackface? Ich weiß, das sind einige Dodos. Ein dunkles Gesicht hatten, aber dieses dunkle Gesicht? Moment.